Schönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Und wir hatten im letzten Teil einen Fall gelöst, und zwar den Fall Jagdgründe. Da haben wir das beste Ende erreicht, was man kriegen konnte. Ich bin einfach ein schlauer Kerl. Ja, Lob an mich selbst sozusagen. Aber es geht auch ohne Umschweife weiter mit dem zweiten Teil und der heißt Eine Studie in Grün. Und der beginnt beim Bowls-Turnier, das ist so eine Art Kegeln, im Garten der Archäologischen Instituts von London. Da nimmt Sherlock Holmes an einem Turnier teil und der Bart ist ab. Finde ich sehr, sehr schade. Den werden wir uns gleich wieder dran machen. Aber vorher sollen wir uns umziehen. Wir sollen uns passend anziehen. Und ich glaube, wir müssen uns Seemann, nein, Morgenmantel, nein, das ist alles nicht richtig. Festlich sollten wir uns mal anziehen. Wo das hier festlich ist, muss man mir auch noch erzählen. Arzt, Bandit, Seelsorger, Sportkleidung. Nein, wir nehmen die Sportkleidung logisch, weil wir ja Sport treiben. Und wir machen uns natürlich wieder meinen Bart dran. Ist doch logisch. Da! Das ist mein Bart. Und wir nehmen eine... Ich mag das, dass wir... Jetzt bin ich getarnt! Jetzt erkennt mich keiner. Jetzt weiß keiner, dass Sherlock Holmes dran teilgenommen hat. Nein, wir nehmen natürlich unsere Bekannte. Schwach getarnt. Jetzt sind wir getarnt. Jetzt erkennt uns keiner. Guck hier. Schwach getarnt, weil wir uns zu dem Bart dran geklebt haben. Gut getarnt. Das ist so bescheuert. Aber gut. So, es ist nun mal, das sind nun mal Videospiele. Da kann man nichts machen. So, da würde ich sagen, so finde ich das nicht schlecht. So können wir gehen. Ich glaube, so angezogen können wir gehen. Ja, wir sind sportlich angezogen, weil wir machen ja jetzt Sport. Und dann würde ich sagen, geht es los. Watson, gehen wir zur Kutsche. Holmes, sind Sie sicher, dass Sie das tragen wollen? Was ist damit? Jeder im Club trägt so etwas. Haha, alleine die Vorstellung. Ich hoffe nur, dass unsere reizende Nachbarin Sie nicht in diesem Aufzug sieht. Sagt der Mann, der immer denselben Anzug anhat und diesen ekligen Schnurrbart. Watson. Na egal, dann würde ich sagen, auf zum Bowls Club. Los geht's. Mal gucken, ob wir das Bowls auch ein Minispiel gibt. Und ob es das irgendwann vielleicht auch in der Stadt, wo wir uns ja rein theoretisch frei bewegen können, da gibt es nicht viel zu entdecken, das muss man mit dazu sagen. Also ein paar Minispiele, die da versteckt sind, hätte man sich auch sparen können. Weil wenn da eh nicht sonst viel los ist in der Stadt, bisschen schade, muss man ganz ehrlich sagen. Aber so ist es nun mal. So ist es nun mal, liebe Freunde. Vielleicht gehen wir mal zwischen innerhalb des Falls hier nochmal kurz raus auf die Straße. Einfach mal so. Mal gucken. Haben wir denn sonst irgendwas? Nö. Wir können ja mal gucken, wie viele Personen in diesem Fall vorkommen. Ah, Charakterporträts, genau. In diesem Fall kommen 5 Personen vor. Hier, das wird uns schon angekündigt. 5 Personen. Einen davon ist definitiv eine Frau, das erkenne ich an der Kopfbedeckung hier. 2 davon sind wahrscheinlich Männer, 3 davon sind Männer, das könnte auch noch eine Frau sein hier. Also 5 Interviews führen wir in diesem Teil. Ich merke gerade, dass mein LB, mein linker Trigger hier, mein linker Schulterbutton, Bumper, dass der nicht ganz funktioniert. Oh, ich will nochmal kurz lesen. Ach, verdammt, jetzt bin ich schon raus. Okay, dann geht's vorfahren. Weil da stand ja natürlich unsere Fallbeschreibung, dass wir an diesem Turnier teilnehmen und das hätte ich mir noch durchlesen können. Naja, aus Schad wird man klug, liebe Freunde. Mache ich den bei den nächsten Fällen auf jeden Fall. Und jetzt kann ich es außerdem auch noch machen. Oh! Na ist gut, das Archäologische Institut. Natürlich werden da ein paar archäologische Stücke. Mr. Holmes, Sie haben gestern sehr gut gespielt. Merci. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Wirklich? Können Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Er, ein seltener Mann. Er sieht sehr, sehr dubios aus. Ja, hier drüben steht eine Statue Ihres legendären Königs Tekun Uman. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus Metall. Die? Ah. Da nur Mitglieder Zutritt zum Clubhaus haben, stellen wir den Kalender im Freien aus. Schauen Sie sich ruhig um. Okay. Wir können also eine Statue gewinnen, oder was? Das finde ich ja interessant. Die Statue von Tekun Uman. Tekun Uman. Diese Statue besteht aus Metall. Die sehen aber wirklich aus wie... Im Kalender würde ich gerne gewinnen. Ein fantastisches Kunstwerk. Okay, hier geht's also um... Das ist der Hauptpreis, ist ein Kalender? Was für ein lahmer Hauptpreis. Ich mache meinen eigenen Hauptpreis.
Mit Nutten und Blackjack. Oh, das sieht aber auch hier sehr mysteriös aus. Na gut, wir sind in einer archäologischen Institut. Sieht aber sehr schön aus hier. Ja, ja, wir spielen dann gleich. Wir gehen erstmal hier oben hin. Erstmal, das nennt man, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt in irgendeinem anderen Playthrough, das nennt man Exterior Collision Matrix, was man hier macht. Nur Clubmitglieder haben zu. Ach, ich bin kein Clubmitglied. Interessant. Das nennt man Exterior Collision Matrix, dass man einfach den Rand des Levels abgeht. Sozusagen, das kommt aus dem Testing-Bereich. Denn da gehen die Tester den Rand des Levels ab, also quasi so hier, um zu testen, ob man irgendwo aus dem Level fallen kann. Ja, wenn der Spieler mal aus Versehen wirklich direkt an den Rand des Levels geht. Wo ist denn der Kalender? Ich will den mir angucken. Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Ach, der da. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. Viel Glück, Arthur. Oh, gibt's hier Canapés? Lecker Canapés. Daran wird Watson seine Freude Lecker Canapés. Sir Charles, wir reden mit Ihnen zum Schluss. Ich habe so das Gefühl, bei Ihnen, wenn wir mit Ihnen reden... Ich habe im Viertelfinale verloren, aber das lag nur am nassen Rasen. Natürlich lag das am nassen Rasen. Versuch hier diese Frau zu beeindrucken, die gar nicht, dich gar nicht anguckt. Die sagt, I have a boyfriend. Das ist übrigens so ein Trend, der kommt aus wahrscheinlich in Amerika, ist der ganz verbreitet, dieses quasi, man ist freundlich zu einer Dame oder zu einer Frau und sie erwidert quasi nicht mit, das ist aber nett von Ihnen, dass Sie mir hier die... Finale. Haben Sie den Hauptpreis gesehen? Ja, ich habe den nämlich noch nicht gesehen. Dass Sie, toll, dass Sie mir hier die ach, das ist der Hauptpreis, nehme ich mal an. Nee, das ist der Hauptpreis. Oh, da, Holmes gegen Lee Brock, Arthur Lee Brock ist mein Gegner. Dass sie dann die Tür aufhalten. Nein, sie erwidern mit, nein, tut mir leid, ich hab einen Freund schon. So als ob nach dem Motto, ich halte die Tür auf und du denkst, ich will was von dir? Also das ist schon reichlich egozentrisch, dass man denkt, oh, der macht was Nettes für mich, der will was von mir. Aber so sind wir heutzutage halt. So, ich guck mir mal die Tafel an. Wen habe ich denn geschlagen? Ich habe Bosworth habe ich geschlagen und dann Donovan. Und dann geht's jetzt im Finale an Dings. Und der hat geschlagen, Lee Brock hat geschlagen, Erickson und Groffoon. Groffoon? Na, egal. Interessant. Nein, ich kann mir das ja noch angucken. Oh, sehe ich jetzt gerade. Was für eine tolle Saison. Ja, was für eine tolle Saison ich gespielt habe. Doch, was anderes kann ich mir... Ach, da. Das große Turnier des Bowls Clubs des Archäologischen Instituts von London. Was wird denn hier für eine grässliche Musik gespielt? Ist das ein Kalender? Ist da der Hauptpreis. Der Maya. Ach, ist ein Maya-Kalender. Ich habe gedacht, ist so ein klassischer Kalender zum Umblättern. So, vielleicht mit nackten Frauen drauf oder so. So, habe ich jetzt mit allen hier gesprochen? Dann rede ich nämlich mal mit dem guten Charles. Was für ein wundervoller Novembertag. Es ist November? Okay. Es ist November in London. Ich dachte, da regnet es die ganze Zeit. Watson? Viel Glück, Holmes. Ja, danke, Watson. Das werde ich nicht brauchen. Ich bin wunderbar. So, noch mit denen da reden, mit den zwei Herren dort, drei Herren dort, die drei von der Tankstelle. Was erzählen sie? Sie erzählen gar nichts. Gut, alles klar. Was gibt's hier? Wissen Sie, gegen wen Arthur im Finale spielt? Hier, ich stehe neben dir. Ich stehe neben dir. Wie aufregend. Was machen Sie hier? Überprüfen Sie noch die Richtigkeit des Spielgeräts? Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir reden mal mit dem... Oh. Ah, hier können wir jetzt wahrscheinlich anfangen. Na gut, dann müssen wir da hingehen. Nee, was Scheiße! Hab das eine mit dem anderen verwechselt. Ah, Mr. Holmes, sind Sie bereit für die Finalpartie? Nein, ich will mich noch umgucken. Ich brauche noch Zeit. Ich muss mich noch sammeln. Ich gucke mir nämlich mal an, hier noch das Spielgerät. Gucken wir uns das Spielgerät mal an. Sehen Sie jetzt. Ach, okay, alles egal, was ich auswähle. Ja, jetzt geht's los. Ja, möge das Finale beginnen. Partiebeginn. Besiegen Sie Ihren Gegner, indem Sie mehr Bowlskugeln näher an der Zielkugel platzieren. Partiebeginn. Bin das ich? Ja, okay. Ach, okay. Halten zum Zoomen. Okay, interessant. Und werfen. Oh, jetzt habe ich ganz doll, habe ich jetzt gemacht. Das, die geht weit. Liebe Freunde, weit geht die. Oh, er da hinten. Oh, habt ihr diesen Wurf gesehen? Exzellent. Ein vortrefflicher Wurf. Bin ich jetzt dran? Ah, jetzt muss ich... Oh! Oh, mit Schwung. Ich muss in der Nähe der Zielkugel kommen. Okay, interessant. Okay, dann so vielleicht? Okay, wir gehen mal in die Nähe der Zielkugel. Oh, wirklich hier?
Diagonal. Oh, das ist nicht nah. Das ist nicht nah. Das ist richtig scheiße gewesen. Obwohl, gar nicht so scheiße. Könnte besser sein. Oh, buh! Was? Are you saying boo or burns? Boo! I was saying burns. Es ist wahrscheinlich scheißegal, wie ich hier spiele, nehme ich jetzt einfach mal an. Oh, er ist richtig gut. Oh, er ist richtig gut. Nein, er ist schlecht. Nein, er ist... Haha, er ist wirklich schlecht. Oh, ich habe schon gewonnen. Näher dran geht gar nicht. Ihr habt die unsichtbare Mauer gesehen? Die um... Ich bin mega gut. Jetzt blockiere ich dir den Weg, mein Freund. Jetzt blockiere ich dir mal sowas von den Weg hier. Und zack. Voll ran. Keine Chance. Ich kessel den. Ja, er kommt da gar nicht. Will er versuchen, meine wegzustoßen? Gar keine Chance. Oh, doch, hat er. Ich dachte, verdammt. Ich muss den Kreis größer machen. Ich muss das Effet mehr berechnen. Oh, der ist ein schlechter Spieler. Oh, ist das ein schlechter Spieler. Nee. Liebe Freunde, der hat ja überhaupt keine Chance, der Kollege. Buh, genau. Buh, wir müssen das mal ein bisschen hier. Und zack. Und jetzt. Yeah, guckt euch dieses Effekt an. War doch nicht so gut. Obwohl, na, vielleicht gar nicht mal so scheiße. Nee, doch. Okay, ich muss das Effekt wirklich doch wieder mehr nach innen packen. Und da freuen sie sich, obwohl das Kacke war von mir. Aber egal. Oh, das ist ein guter Wurf. Ich mache hier Frank Buschmann alle Ehre. Steiger, wieder für drei. Steiger für drei. Ratatatatatatata. Und ruhig bleiben. Buh. Okay, dann so. Und zack. Ja, vor ihn. Yeah. Keine Chance. Oh, drei richtig gute. Er hat keine Chance. Er muss jetzt alle drei abräumen, um überhaupt eine Chance zu haben. Oh, ich hab mich geirrt. Aber meine ist immer noch näher. Runde 1. Moa. Nächste Runde. Was? Wir spielen hier mehrere Runden. Okay, das ist der Bowl-Simulator. Wieso darf ich denn... weil ich die Runde gewonnen habe wahrscheinlich. Wir werfen ihn mal ein bisschen weiter nach vorne. Aber jetzt habe ich... Ich wollte eigentlich mehr nach vorne. Aber egal. Werfen wir ihn wieder ganz weit nach hinten. Oh, jetzt hat hier die schöne Musik gespielt. Und da hinten. Sapperlot, was für ein Wurf. Vortrefflicher Wurf, mein lieber Holmes. Ich kann vielleicht meine Richtung ändern irgendwie. Nee, kann ich nicht. Gut. Also ich werfe wirklich immer in diesem Effekt. Und zack. Oh, das sieht gut aus. Das ist sowas von gut. Das ist ein Meisterwurf. Ich sollte professionelle Bullspieler werden. Na doch nicht, das ist kein Meisterwurf. Ah, ist doch weiter weg, als ich gedacht habe. Er dreht dann doch noch ganz schön weg. Hört auf zu buhen hier. Vielleicht wird jemand ermordet. Nicht schlecht, Herr Lee Brock. Oh, er zieht an. Okay, jetzt müssen wir jetzt mal die Butter vom Brot nehmen hier. Und zack. Okay, wir treffen die Kugel. Ich sehe das schon. Nein! Depp! Okay, wir haben noch einen Versuch, glaube ich. Wir haben noch einen Versuch, jeder drei Versuche. Wir haben noch zwei Versuche. Also er hat sogar noch drei, wenn man die Kugel mitzählt. Arthur ist gut. Das ist ein gefährlicher Wurf. Oh, um es spannend zu machen, muss ich wahrscheinlich die zweite Runde verlieren. Habe ich so ein Gefühl. Oh, das ist gut. Oh, nicht mit zwei Kugeln. Das gefällt mir gar nicht. Okay, mach richtig doll. Ja, hau mal richtig einen raus. Lass mal richtig einen gucken. Ah, genau dazwischen. Schieben wir den weg. Ja! Yeah. Okay. Einen weggeschoben, wir müssen noch den zweiten wegschieben. Ich wusste gar nicht, dass dieser Sport so viel Spaß machen kann. Beide weg. Okay, alles klar. Diese eine Kugel müssen wir wegschieben. Damit müssen wir voll treffen, liebe Freunde. Okay, dann muss ich jetzt mal den Zoom halten. Okay, wir müssen voll Kanne treffen. Okay, ich hab so ein dummes Gefühl. Okay, volle Kanne. Volles Risiko. Ja. Nein, verdammt. Okay, das geht zu weit. die zweite Runde geht an den guten... Außer er kegelt sich jetzt selber raus. Das kann natürlich passieren. Geht die zweite Runde an ihn. Ich glaube, es ist egal, wie wir hier spielen, habe ich so ein Gefühl. Oh, er kegelt sich selber raus? Nein, er kegelt einfach nur scheiße. Wahrscheinlich ist das hier Random Numbers Generator, das ist ja RNG. Einfach. Das ist einfach nur random, wie die KI hier agiert. Ja, okay. Entscheidungsrunde. Okay, ich hoffe, jemand wird langsam mal umgebracht hier.
Kann, was jetzt? Achso, weil er gewonnen hat, okay. Ich spiele jetzt doch nicht die ganze Zeit hier Bowls, wie es im Englischen heißt. Aber jetzt muss ich nachlegen. Das ist auch immer ein bisschen schwieriger. So wie beim Elfmeterschießen. Ja, fragt mal die Deutschen. Bei der Fußball-EM. Ach, Mensch. Oh. Ich glaube, ich verliere das hier. Ich glaube, jetzt zieht die KI richtig an. Oh, den hat er aber vorgelegt. Halt die Schnauze. Den hat er vorgelegt. Nee, doch nicht. Ja, zu weit. Okay, wir müssen jetzt nicht ganz so doll machen. So, die Hälfte so. So, hier so. Ah, das war ein bisschen zu doll wahrscheinlich. Oh ja, das war ziemlich doll. Oh, treffe ich den? Ja! Oh, sehr gut. Oh, ich bin weiter. Ah, ja, ich bin weiter. Ja, nein. Okay, der Arthur hat gewonnen. Mist. Okay, das war die letzte Runde. Was? Ich hab... USA! 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 Da, 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 da. Gratulation zu dieser Leistung, Mr. Holmes. Herausragend. Die Preisverleihung findet... Warum morgen früh? Können wir das jetzt nicht machen? Wir sehen uns, wenn Sie den Kalender entgegennehmen. Sie kommen bestimmt auch, Dr. Watson, oder? Leider habe ich morgen keine Zeit. Die Arbeit... Hier sterben dauernd Leute in London. Wie schade. Ah, wie schade. Gehen wir heim. Gehen wir heim? Wie? Das war's? Hä? Hätten wir uns das nicht sparen können, hätte man das nicht in der Zwischensequenz abhandeln können? Warum musste ich denn jetzt Bowl spielen? Hat er noch was zu sagen dazu? Bis morgen früh. Bis morgen früh. Gehen wir heim. Gehen wir heim. Mach's gut. Wen habe ich eigentlich jetzt... Wo ist denn der Typ, den ich lang gemacht habe eigentlich? Ah, da. Da ist der Typ, den ich lang gemacht habe. Na? Ich gratuliere Ihnen, Mr. Ah, ich habe mich lang gemacht. So, okay, dann gehen wir jetzt heim. Tschüss, macht's gut, ihr Trottel. Das ist mein Kalender. Meiner. Das ist mein Kalender. Ah, steh ich jetzt als Gewinner fest? Yeah, ich stehe als Gewinner. Was für eine tolle Saison. Ja, ich hab gewonnen. Ich bin der Gewinner. I am the champion. The champion of the dickheads. So, machen Sie es gut. Ich gehe. Tschüss. Ab in die Baker Street. Ich sagte ab in die Baker Street. Baker Street. Das ist ja... Habe ich gewonnen. Habe ich jetzt irgendwelche Hinweise dazu gesammelt? Im Archiv. Der Meierkalender ist der Hauptpreis beim Bowls-Turnier. Interessant. Okay. Ein Bowls-Turnier stellt lediglich als Vorspiel zu einem außergewöhnlichen Abenteuer heraus, in dem Sherlock Holmes seinen Körper und Geist gleichermaßen anstrengen wird. Interessant. Na, das verspricht ja einiges. Naja, das lief ja sehr erfolgreich hier. So, was gibt's jetzt als nächstes? Was wird uns wohl erwarten? Ich frage mich, ob nicht morgen bei der Preisverleihung jemand stirbt. Wahrscheinlich. Oder der Meierkalender wird gestohlen. Das kann es auch sein. Dass ich hinkomme und die sagen, hups, Preis ist weg. Alles weg. Oh, schade. Ach, liebe Freunde, das finde ich sehr, sehr schön. Habe ich irgendwelche Herleitungen schon eigentlich? Es gibt noch momentan keine Hinweise. Sehr gut. Sie haben noch nichts hergeleitet. Sie sind noch ein kompletter Idiot. Na gut. Dann geht's weiter. Kommt jetzt hier. Die Ladezeiten sind aber auch aus der Hölle bei diesem Spiel. Das war, glaube ich, schon beim ersten Teil so. Also bei dem vorherigen. Ich nenne es immer den ersten Teil. Das ist, glaube ich, mittlerweile der 8., 9. Teil dieser Sherlock Holmes-Reihe, den Frogwares hier produziert. Aber ich sage immer der erste Teil, weil das ist so der erste Teil, den ich gespielt habe. Hallo, Mr. Bouvier. Mr. Bouvier. Hallo, Mr. Holmes. Na, wir wären beide noch... Ja, Caitlin? Wie du aussiehst. Gefällt's dir nicht? Oh, doch. Caitlin, sei respektvoller gegenüber was deinem Was hat die Vater. Denn da zu melden? Hat die überhaupt was zu... Oh, ich kann sie mir angucken, Frau Bouvier. Ne? Kommt dann irgendwann auch die Schlussfolgerung. Heiße Dame. Oh, da. Medaillon. Okkulter Gegenstand. Exzentrischer Schmuck.
Ich sag okkulter. Nee, ich will das ändern. Ich wollte okkulter Gegenstand sagen. Okkulter Gegenstand. Oder exzentrischer Schmuck? Ja, ist doch scheißegal. Oh, die trägt einen Mieder? Noch mehr, was ist denn? Sorry, Love. Aha. Oh. Hat mal einen Ring getragen oder was? Kein Ring, ist nicht verheiratet. Und. Oh! Oh, Selbstmordversuch, Unfallverletzung. Ich sag Selbstmordversuch. Wenn sie hier. Okkulter Gegenstand am Ende des Tages. Hat das irgendwas miteinander zu tun? Die ist aber nicht so nett. Alice. Alice ist Sherlock Holmes' neue Nachbarin. Sie ist jung, hübsch und sie scheint gut mit Kindern zu verstehen. Sie ist nur unverheiratet. Die Liebeskette, die sie trägt, deutet auf eine Verbindung zur Unterwelt hin. Sie hat schwierige Zeiten durchgemacht. Die Narben weisen auf einen Selbstmordversuch. Nach ihrem Schmuck zu urteilen, ist sie am Okkulten interessiert. Ist das dann am Ende hier Irene Adler? Das ist ja die, eigentlich mit der Sherlock Holmes anbandelt. Das ist ja so eine Meisterdiebin. Miss Alice hat mir über ihre ganzen Reisen erzählt, Vater. Sie war schon überall auf der Welt mit ihrem eigenen Vater. Ja, wahrscheinlich. Ihre Tochter ist reizend. Und sie war an Bord des Orient Express, als er angegriffen wurde. Oh, was für ein Traum. Oh Gott, meine Tochter ist so gruselig. Sie ist so einfallsreich und kreativ. Das erinnert mich daran, dass ich sie fragen wollte, ob Caitlin mich besuchen kann, um ihr Klavierspiel zu machen. Klar, warum nicht? Ablehnen Kates Ausbildung ohne Erklärung. Ablehnen. Klar. Ach so, was? Ich kann nur ablehnen. Kein gutes Instrument, vielleicht weil ich lieber Geige spiele? Ja, ich kann nur ablehnen. Das ist interessant. Ich hasse das Klavier. Was für ein erbärmliches Instrument. Ja. Lieber die Geige. Oh, Vater, was sagst du denn da? Caitlin, wir sind Nachbarn. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lasse ich dir dieses Buch hier. Vielen Dank, Miss Alice. Oh, interessant. Am nächsten Morgen. Was für eine... Also, ich mag, dass sie jetzt irgendwie versuchen, diese Zwischensequenzen hier reinzustreuen. Nö. Obwohl, ich muss mich wahrscheinlich förmlich anziehen zu so einer Preisverleihung. Ja gut, dann bleiben wir so. Ich wollte eigentlich wieder meinen coolen Mantel anziehen. Am nächsten Morgen. Ich mag diese Zwischensequenzen, die deuten halt logischerweise darauf hin, ne, dass... Oh, hier ist was. Ja genau, ich kann ja den Maya-Kalender untersuchen. Oh, jetzt kann ich hier... Ach du Scheiße, die hat sich aber schnell eingerichtet. Das ist ja ein bisschen gruselig. Oh, was malt sie hier? Elefanten. Oh, Katzenbilder. Ah, schon ein bisschen. Aber hat sie sich echt schnell eingerichtet hier in Watsons ehemaligem Zimmer. Wo wohnt jetzt eigentlich Watson? Hat der noch eine zweite Wohnung? Interessant. Was ich sagen wollte, ich mag diese Zwischensequenzen, weil sie halt... Also, sie versuchen es halt mir dadurch, Caitlin ein bisschen näher zu bringen. Wer hat da schon wieder seinem eigenen Schwanz hinterhergejagt? Ich sollte öfter mit dir Gassi gehen. Okay, alles klar, das macht überhaupt keinen Sinn, aber gut, egal. Weiß ich nicht, die sind irgendwie so komisch reingestreut, diese mit der guten Caitlin. Aber gut, wir untersuchen erstmal den Maya-Kalender. Und dann, Zeitung, nein. Enzyklopädien, vielleicht. Geschichte? Maya-Zivilisation in Mittelamerika. Die Maya-Zivilisation, die ihr Zentrum im tropischen Hochland in der Region, die heute als Guatemala bekannt ist, hatte, erreichte ihren Höhepunkt an Macht und Einfluss im 6. Jahrhundert nach Christus. Die Maya glänzten vor allem in Bereichen Landwirtschaft, Töpferei, Hieroglyphenschriften, Kalendererstellung sowie Mathematik und hinterließen eine Vielzahl von beeindruckenden architektonischen und symbolischen Werken. Von der spanischen Eroberung Guatemalas bildeten die Quiche die größte Maya, wahrscheinlich Quiche, Quiche, die größte Maya-Volksgruppe. Der Name bedeutet so viel wie viele Bäume und leitet sich von dem bewaldeten Hochland ab, in dem die Quiche leben. Tekunuman war der letzte Herrscher der Quiche und kämpfte mit einer Armee gegen die spanischen Eroberer. In der Schlacht bei El Pinar fiel Tekunuman, der als der Speer von Don Pedro del Alvarado seine Brust durchbohrte. Der Legende nach soll Tekunamun selbst nach seinem Tod sein Volk beschützt haben. Interessant. Gefunden. Interessant. Die Maya-Zivilisation. Sehr, sehr gut. Haben wir wenn das ein Beweis ist, ist das schon sehr merkwürdig. Gut. Wir haben hier noch eine Schrift. Was steht hier dran? Ist das vielleicht die Sache? Sherlock Holmes. Erinnern sich an mich. Dr. Reuben Fischer. Ja, der Chef von... das ist das, was ich meinte. Also diese Echos. Doch, die gibt's immer noch. Die sind jetzt bloß an einem anderen Ort. Ah, okay. Habe ich die erst später gesehen. Ich muss zugeben, ich bewundere Ihren Scharfsinn und Mut dabei, wie Sie die Wahrheit über unser Sonderausbildungsprogramm aufgedeckt haben. Aber verstehen Sie nicht, dass wir einfach das kleinere Übel gewählt hatten? Das war alles für eine bessere, strahlendere Zukunft. Wir mussten einige wenige opfern, um der großen Menschheit zu helfen. Hochachtungsvoll, Reuben Fischer. Du bist ein Arsch, Reuben Fischer.
Ah, und hier ist jemand dran, mit einer Gabel an den Dings. Also früher waren die nämlich hier drauf, mit so einem coolen Messer, also mit so einem Brieföffner. Und hier mit einer Gabel am Schrank. Hm, verstehe ich nicht so ganz. Aber okay. Ich mag das Bärenfell, das mag ich auch nicht. Ich mag keine Tiertrophäen, bin ich kein großer Fan von, aber das war wohl im 19. Jahrhundert damals so. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen... Nö, liebe Freunde, ich finde, hier ist ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Wir haben jetzt ganz viel Bowls gesehen, ich weiß aber, dieser Teil vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll, aber ich habe Lord Arthur Hebrook, habe ich voll einen eingeschenkt im Bowls. Aber ich finde, da der letzte Teil schon ein bisschen länger geworden ist, kann dieser Teil wieder ein bisschen kürzer werden. Wir sehen uns im nächsten Teil, liebe Freunde. Dann müssen wir zur Preisverleihung, hier, genau, wieder im Club. Ich verstehe das nicht, warum die es nicht am selben Tag machen. Ist eigentlich normalerweise üblich, dass nach dem Finale gleich die Preisverleihung stattfindet. Ist ja nicht so, dass bei der EM zum Beispiel dann auch nochmal einen Tag gewartet wird, ehe dann der Gewinner... egal. Muss man nicht verstehen. Engländer, alle ein bisschen, ne? Haben ja auch für den Brexit abgestimmt. Von daher, naja, was wollen wir machen? Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Teil. Dann geht's zur Preisverleihung. Wir nehmen einen Maya-Kalender in Empfang. Oder ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird er eher geklaut. Aber das ist nur meine Vermutung. Wir sehen uns im nächsten Teil, liebe Freunde. Dann hier mit Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ich würde mich freuen, wenn ihr liked, kommentiert und falls ihr es noch nicht habt, auch ein Abo abschließt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß im Internet. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, kombiniere, kombiniere, Watson. Bis dahin, tschüss, macht's gut und auf Wiedersehen.